25 Jahre lang hat sie vor der Kamera gestanden und die RTL-Show extra moderiert. Birgit Schrowange geht mit 61 Jahren in die TV-Rente und das ausdrücklich auf eigenen Wunsch. Nun hat sich Birgit Schrowange endgültig von der TV-Bühne verabschiedet. Mit den Worten, "Hallo und herzlich willkommen zu meiner letzten Extrasendung", begrüßte sie die Zuschauer am Montagabend. Birgit Schrowange steht ein letztes Mal für RTL Extra vor der Kamera. Und souverän wie immer moderierte die TV-Ikone durch die Sendung. Erst als kurz vor Schluss die Bühne von RTL-Mitarbeitern, Kollegen und Nachfolgerin Nazan Ekes gestürmt wurde, war Birgit Schrowange baff. Mit Ballons und Blumen verabschiedeten sich die Kollegen emotional von ihrer Moderatorin. "Du hast extra zu dem gemacht, was es heute ist. Es war nicht nur deine Sendung, du warst extra", sagt Bauernreporter Ralf. Birgit Schrowange sichtlich gerührt vor laufender Kamera. Birgit Schrowange war sichtlich gerührt, mit dieser Überraschung hatte sie nicht gerechnet. "Oh Mann, ich weine gleich", sagte sie, als dann auch noch ein Rückblick auf die letzten 25 Jahre bei RTL und extra von ihr gezeigt wurde. Mit einem herzlichen Lächeln verabschiedete sich die 61-Jährige dann in die TV-Rente. Bereits vor der Sendung hatte sie sich bei ihren Fans verabschiedet. Dass Nazan Ekes in die Fußstapfen der beliebten Moderatorin hüpft, ist schon länger bekannt. Und dass die beiden Frauen sich sehr schätzen ebenfalls. Nun postete Birgit Schrowange auf Instagram einige Abschiedsworte schon vor der Sendung. "Ich bin dankbar für 25 intensive RTL-Jahre, in denen ich viele Möglichkeiten wahrnehmen durfte in den unterschiedlichsten Sendeformaten. Extra war immer meine Konstante in meiner Zeit bei RTL. Und nun heißt es für mich Abschied nehmen. Ich danke euch für eure Treue und werde nun neugierig in die Zukunft blicken." Birgit Schrowange postet Bild von sich und ihrer Nachfolgerin. Dazu postet die Moderatorin ein Bild von sich und ihrer Nachfolgerin Nazan Ekes. Die antwortet auch sofort: "Liebe Birgit, viele Zuschauer werden dich sehr vermissen und deine Fußstapfen sind groß. Umso mehr danke ich dir für dein Vertrauen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Spätestens auf Malle.